Ah, bei seiner Mama ist nur innerlich schön? Nein. Die beiden heiraten in 3 Wochen. Nicht mehr. Oh, die ersten 1000 Kommentare werden geliked. Let's go. Anastasin. Ihm, Seth. Oh, Mandy. Super. So, von, Dirt Bash, Alte. Von Alte Fragen. Wie viele schaffst du? 3. Ab jetzt gibt es eine Besonderheit bei den Beziehungstests, um dich ein bisschen mehr zu motivieren. Das Gewinnerpaar bekommt safe 100 Euro. Okay, 200 Euro. Und die Zuschauer können entscheiden, wie viel Geld ihr mehr bekommt. 10.000 Likes, 50 Euro mehr. 20.000 Likes, 100 Euro mehr. Erste Kategorie ist entweder oder. Für jede Sache, die du richtig sagst, bekommst du einen Punkt. Okay? Apple oder iPhone? Apple oder iPhone sage ich? Hab ich gesagt, nochmal. Apple oder Android meine? Apple. 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 iPhone. Son Goku oder Naruto? Son Goku. Naruto. Naruto? Nein, Son Goku. Nein, Son Goku. Naruto? Oder Ruffy? Son Goku. Son Goku? Ja. Nicht Naruto. Nein, Naruto. Naruto. Letzte Antwort ist? Ja, Naruto. War Son Goku. Son Goku. Oh, scheiße. Boah, ich hab keine Ahnung. Naruto? Naruto? Ja. Son Goku. Ich sag mal Naruto. Wäre Son Goku gewesen, dankeschön. Liebe oder Geld? Er denkt nach, okay. Also für einen Videodreh sage ich mal Liebe. Nee, Bruder, sag die Wahrheit. Geld. Liebe. Liebe? Liebe. 100% Liebe. Liebe. Was wäre, wenn er Geld gesagt hätte? Ich glaube, ich hätte auch abgesagt. In 3 Wochen keine Hochzeit. Er hat Liebe gesagt, er hat kein Geld gesagt. Er hat nicht Geld gesagt, ne? Nein, hat er nicht. Bruder, ich will die Antwort nicht sagen. Willst du? Money, money, money. Wir heiraten in 3 Wochen. Was weißt du denn? 3 Wochen? Ja. Er hat alles kein Money, Money, Money gesagt und dann auch noch mit so einem breiten Lächeln so. Okay, ganz kurz für die Zuschauer. Die beiden heiraten in 3 Wochen. Nicht mehr. Oh. Liebe. Liebe. Safe Liebe? Ja, klar. 100%. Ja. Oder? Okay, doch, Liebe. Liebe. Liebe? Liebe. Safe Liebe. Liebe. Er musste mir sagen, abgesehen von dir, wer die attraktivste Frau auf diesem Planeten ist. Mama. Er hat darauf keine Antwort gegeben. Hat er nicht? Nein, hat er nicht. Er hat keinen Namen genannt? Nee. Weil alle Frauen sind hässlich. Also er hat es aus Angst nicht gesagt. Ah, er hat Angst, okay. Auch wenn es so wäre, hätte er darauf keine Antwort gegeben. Falsch. Jetzt weißt du schon, was ist falsch. Jetzt kannst du mir sagen, was er vielleicht gesagt hat. Das ist seine Mama. Richtig. Ja. Ich würde sagen, eigentlich meine Mutter. Wir haben vorhin noch drüber gesprochen. Ich glaube, es gibt im Moment keine. Gar keine. Nee, wir haben mal drüber gesprochen und er meint, er fand früher zum Beispiel Rihanna toll und so, aber die findet er jetzt auch nicht mehr toll. So. Okay. Keine Ahnung. Ich sag einfach Beyoncé, auch wenn Beyoncé? Es ist falsch, es ist safe. Denk nochmal nach. Eine Person, die so richtig schön ist. Vielleicht kennst du ja auch eine Person, die ihm nicht eingefallen ist, so weißt du? Dann hat er sie aber auch nicht gesehen. Das macht Sinn. Also fällt dir keine schöne Frau ein? Ja, außer er hat jetzt zum Beispiel sagt seine Mama, aber dann halt so innerliche Werte. Ah, weil seine Mama ist nur innerlich schön? Nein. Von. Wenn ich attraktiv denke, dann denke ich ja, oh, den finde ich attraktiv, der gefällt mir. Ja, so denkt er auch, so denke ich auch. Also seine Mutter nicht so, oh, sie ist attraktiv. Jetzt habe ich mich schon reingeritten. Ich brauche deine letzte Antwort. Was denkst du, hat er gesagt? Er hat einfach gesagt, er kennt jetzt keine. Er hat also nicht Mama gesagt? Nein. Beyoncé hat er auch nicht gesagt? Nein. Letzte Antwort ist? Keine. Er meinte seine Mama, seine wunderschöne Mama. Ich wusste es. Das war sogar das Erste, was in meinem Warum sagst du das denn nicht? Es gibt keine. Abgesehen von ihr. Also es gibt keine. Das hat er schon einstudiert. Das hat er schon einstudiert. Hat der nicht gesagt. Hat er nicht gesagt? Hat er gar nicht gesagt. Er hat gar nicht gesagt. Er hat gar nichts gesagt. Was ist, wenn ich sage, er hat was gesagt? Er hat nichts gesagt. Du machst Auge gerade. Wieso mache ich Auge gerade? Warum? Er wird niemals was sagen. Er wird niemals was sagen. Ich bin die schönste Frau. Du bist die schönste Frau? Für ihn. Abgesehen von dir gibt es auf diesem ganzen Planeten niemand anderen, die jetzt auch schön sein könnte. Doch, schon. Ah, ach so. In seinen Augen nicht. In seinen Augen nicht. Nein. Okay, war richtig. Okay, aber dafür muss ich jetzt Auge machen. Welchen Körperteil findet er an Frauen generell am attraktivsten? Boah, nee, das kann ich nicht sagen. Ja, kannst du schon. Das kann ich nicht sagen. Eigentlich würde ich ja sagen Lippen, aber nee, auf keinen Fall. Augen.
Augen? Augen. Augen. Ist gelogen, aber Augen. Was findest du an deiner Frau am besten? Ihre Augen. Ihre Augen. Oh. Keine Ahnung. Keine Ahnung? Nee. Vielleicht Augen? Augen. Ja, ich sag mal Augen. Weil das ist das Erste, wo man so, wenn man jemanden ins Gesicht guckt, ich sag mal Augen. Das hast du gerade gut gesagt. Wenn man jemanden ins Gesicht guckt, dann vielleicht die Augen. Ich aber hoffe, er guckt den Leuten nur ins Gesicht. Ja, du hast auch gehofft, dass Liebe wichtiger ist als Geld. Also, seine Antwort war? Ich sag Augen. Er hat auch Augen gesagt? Ja. Aber nicht Augen gemeint. Ja, okay, sind wir uns einig. Gut. Und das ist mein Auge. Dann geht's noch weiter. Und zwar sollte er mir sagen, was er an dir rein äußerlich am attraktivsten findet. Boah, darüber haben wir gar nicht geredet. Also er sagt dir nie, was er hübsch an dir findet. Wow. Er sagt immer generell, du siehst gut aus, aber nie so. Aber nie so, das ist so babam. Ja. Er hat nie gesagt, das ist babam. Nö. Gar nichts? Ich sag mal auch meine Augen, weil wenn er Augen ja schön findet, muss er ja meine schön finden. Augen findet er generell bei mehreren Frauen, plural, ne? Ja. Aber du bist ja was Besonderes. Warum machst du das jetzt? Verwirr mich nicht, bleib bei Augen. Oder Lippen? Weiß ich nicht. Oder Lippen? Nee, ich sag Augen, komm. Verdammt, ich hatte sie fast. Okay, war richtig. Mori. Was findest du an deiner Verlobten am attraktivsten? Ich würde sagen ihre Augen und ihre Lippen. Po. Po? Po. 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 Po, po. Ja, po, po. Safe po. 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 Wenn er generell Po am besten findet, ne? Die Frage war, was findet er an dir am besten? Ich sag auch Po. Po? Ich sag Po. Würde ja Sinn machen. Oder meine Augen. Oder deine Augen. Oder deine Haare. Nee. Nee? Glaube ich nicht. Komm, ich sag meine Augen. Deine Augen? Ja. Nicht Po? Nein. Nicht Po, sondern deine Augen? Ja. Also generell mag er mehr so Ärsche und so, ne? Aber bei dir sind es die Augen. Ja. Aber was sagt das denn über deinen Arsch? Oh Mann, wir fühlen gerade eine Konversation. Ja. Also, was denkst du, hat er gesagt? Ich sag meine Augen. Jetzt sagst du Augen? Jetzt sag ich Augen. Weibliche Intuition sagst du, ja, ne? Ja, ist falsch. Ist richtig. Die Augen. Was findest du bei deiner Frau am anziehendsten? Ja, die Augen. Ja, die Augen, das Lächeln, so dieses Gesamtpaket. Keine Ahnung. Keine Ahnung? Augen. Augen. Lächeln. Also doch lächeln. Nein, ich bleib bei meiner ersten. Weibliche Intuition sollte man immer vertrauen, ne? Ja, Augen. Aber vielleicht mache ich auch Auge. Ich glaube auch. Ich sag einfach Augen. Auge hat funktioniert. Echt? Er meinte lächeln. Nein, er meinte lächeln. Hab ich das schon gesagt? Nein, du hast Augen gesagt. Wenn er allgemein bei Frauen die Augen attraktivsten findet, ja, was findet er an dir am attraktivsten? Dann auch meine Augen. Auch deine Augen? Ja, Augen. Nichts anderes. Sonst bist du hässlich. So, deine Augen sind schön, aber der Rest ist so. Augen und Lächeln. Meinte Augen und Lächeln oder meinte nur Augen oder meinte nur Lächeln? Augen und Lächeln. Ich bleib bei dieser Antwort. Scheiße, sie ist gut, ja? War richtig. Wie lang dürftest du an sein Handy bleiben, ohne dass er irgendwie kurz sagt, so, gib mal kurz her? Eigentlich durchgehend, würde ich sagen. Ist egal. Egal? Egal. Willst du mal ganz kurz geben, nur einfach so just for fun? Dankeschön. Vielen Dank. Bitteschön. Ich weiß sogar, Pierre. Nur das wollte ich wissen. Mehr wollte ich nicht. Er hat hier so. Ein Punkt mehr. Ein Schritt näher zu den 100 Euro. Sie hat meinen PIN, alles. Mhm. Eigentlich 24/7. Da gibt es eigentlich keine Begrenzung, wie lange ich dran darf. Nur, er hat so ein paar Ticks, wo man nicht rein sollte. Wo wir schon davon reden, wo dürftest du denn nicht ran? Ja, in seine Chats. In seine Chats? Ja. Also, du darfst so lange an sein Handy, Hauptsache du gehst nicht in seine Chats rein. Ja. Das ist so. Mag ich auch nicht. Also, magst du auch nicht? Also, darf auch nicht in deine Chats rein? Nein. Geht also auch nicht? Nein. Das heißt, ihr wisst nicht, was sie chattet? Nein. Also, hat er gesagt, egal? Egal. Richtig. Solange sie möchte. Solange ich will. Das hat er gesagt? Ja. Hat er nicht vielleicht gesagt, so 24 Stunden, weil er will vielleicht auch mal irgendwie kurz in die WhatsApp so checken, so Sachen, so weißt du? Solange ich will. Ich schwöre, das nervt, Digga. Ich schwöre, das nervt. Ey, guck mal, wir schneiden die einfach raus. Weißt du, wir schneiden die einfach raus. Keiner weiß, dass sie dabei gewesen sind eigentlich, ne? Guck mal, die umarmen sich jetzt schon. Wir sind noch nicht mal fertig. Entspannt euch mal ganz kurz. Stolz. Scheiße. Ihr seid ja verlobt, ne? Mhm. Und ich habe ihn gefragt, was seiner Meinung nach ein Verlobungsring so circa kosten sollte. Mhm. Was hat er gesagt? Sagen wir mal, keine Ahnung, 500 bis 1000 Euro. Und Ehering? Oh. 2000. Wie viel sollte die Hochzeit kosten? 20.000 bis 30.000 Euro. Das ist jetzt die Frage, ob er gesagt hat, seiner Meinung nach, oder das, was ich gesagt habe. Verstehst du? Na, ich gehe jetzt einfach von dem aus, was ich ihm mal gesagt habe. Weil deine Meinung ist wichtiger, weil du bist die Frau. Ja, das sowieso. Ich würde schon sagen, so 300 bis 500 Euro. 500 maximal. Ja.
Nicht irgendwie 1000, 2000 für so einen Verlobungsring. Kann man machen, aber ich brauch's nicht. Du brauchst es nicht, okay? Aber vielleicht hat er gesagt, vielleicht sollte man in diese Area spielen. Verstehst du, was ich meine? Nein. Ne? Meinte er maximal 500 oder minimal 500? Nein, maximal. Maximal 500, nicht minimal. Nein, maximal. Weißt du, wie viel deiner gekostet hat? Nein. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Verstehst du, ich meine? Boom, sehr gut, sehr gut. Ohne, dass ich jetzt Auge mache, deine letzte Antwort ist maximal oder minimal 500? Maximal. Was ist, wenn ich minimal sagen würde? Würdest du mir glauben? Nein. Nein? Nein. Obwohl ich dir vorhin geholfen habe. Jetzt hilfst du mir nicht. Jetzt helfe ich dir nicht? Ich glaube nicht. Auch deine weibliche Intuition, ne? Ja. Ja. Aber war richtig. Also richtig. Also, meins war richtig. Also meins war richtig, deins war falsch. So, aber schön, dass du für mich gefreut hast. 200. 200? 250. 250. Ich hab doch gesagt, ich hab's dir, Digga. Guck nach vorne, guck nach vorne. Ich sag 500. Dann krieg ich dich noch auf 800. Nee, 500. Ich bleib bei 500. Komm, ging mir auch so 800. Nee, 500. Aber das Ding ist, es ist ja ein Zeichen der Liebe. Ne? Ist denn Liebe nur 500 wert? Ich bleib einfach bei 500. Okay, er meinte 1000. Hat der nicht gesagt. Guck, frag ihn. Hast du das gesagt? Maximal. Ich sag mal so, der hat gesagt 500. 500? Ja. Oder der hat an ihn gedacht, dann hat der gesagt 1000. Also entweder 500 oder 1000? Ja. Auf gar keinen Fall mehr. Okay, ich sag jetzt 1200 Maximum, weil ich jetzt an den Ring denke. Ich sag 1200. Er meinte 1700. Okay. Wenn der Verlobungsring so 1700 kostet, yeah, wie viel sollte der Ehering kosten? 2700. Ich sag mal dann auch so. Auch so 1700, ne? Ja, also wenn er jetzt sagen würde, er ist mehr wert, dann würde ich mich fragen, warum ich nicht so einen teuren Ring habe. Sag ich mal bei 1700. Okay. Okay, seine Antwort war 2700. Oh. Echt jetzt? Echt jetzt. Okay, wir gehen neue Ringe kaufen. Also für beide zusammen, ich würde sagen maximal 3000. Würde ich auch sagen. Wie würdest du auch sagen? Wer bist du? Seid ihr verlobt? Kacke doch. Ja, ich sag maximal 3000, minimal 1000. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob es richtig war. War es richtig? Ich würde sagen, war richtig, ja. Ja, ne? Er hat 2000 gesagt. Direkt in der Mitte. Also war vom Ding her richtig. Ich sag auch einfach 1000. Auch 1000? Ja. Also beides gleich, ne? Ja. Nicht weniger. Ich sag 250, weil wir für unsere auch so viel bezahlt haben. 250? Ja. Guck, ihr habt zwar so viel bezahlt, vielleicht wollte er aber mehr bezahlen. Ich bleib einfach bei 250. 250? Wenn er gesagt hat, hätten wir bessere geholt. Okay, reden wir weiter. Also, wenn er mehr gesagt hätte, hättet ihr bessere geholt, ne? Markus. Schatz, ich frag mich, wir führen noch eine. Aber er hat das Budget nicht. Ja, aber sie meinten, sie kennt ihn doch. Wir hatten beide 250 gesagt, deswegen bleib ich aber bei 250. Er meinte 400. Wirklich? Wir gehen vom maximal, maximal. Ey, ihr Blick, ne? Das ist, ihr seht ihr Blick nicht, sie machen es gerade so gemacht. Bruder, Eiskass, mach so. Wie viel sollte eine Hochzeit maximal kosten? Also wenn wir jetzt nur von der Hochzeitsfeier ausgehen, dann würde ich sagen so 5000. Also meinte er so, die Hochzeit soll so 7000 kosten. Mit Ringe. Vor dem Altar seid ihr komplett nackt. So, weil du hast gesagt, Feier und Ringe. Aber das heißt, du hast kein Kleid, er hat keinen Anzug. Trotzdem 5000. Maximal 8000. Du magst diese maximal, ne? Ja. Also er meinte, also dieses so 8000, dann aber schon dieses, also 8000. Niemals irgendwas über 10.000 oder sowas. Boah, das wäre schon zu viel. Aber denk doch, er will doch das Beste für dich. Er will doch das Beste für dich. Hey, ich will dir nicht helfen. Lass es, bleib bei dir. Sie dabei. Hilft mir. Okay, hilf ihr weiter. Was will er? Oh. Ja, jetzt doch nicht mehr so sicher, ne? Ja, ich glaube nicht, dass er 10.000 gesagt hat. Ich glaube auch nicht, dass er 10.000 gesagt hat, war richtig. Ja, er hat nicht 10.000 gesagt, sondern 30.000. Was? Ja, überleg doch mal, alles zusammen, alles zusammen. Ganze Familie, Hochzeitskleid, mein Anzug, die Ringe. Wohin? Willst du nur mit 10 Leuten Hochzeit? Sollen wir dann nie heiraten, oder? 70.000, 70.000. 70.000? Ja. 10.000? Hat jetzt zur Hochzeit mitgezählt, was für auch unsere Wohnungsausstattung ist? Komm, ich bin mal fair, ja. Ach so, ja, okay, dann sind wir bei so 25.000. 25, ne? Ja. Auf gar keinen Fall mehr. Ich bleib bei 25.000, verwirr mich nicht, ist mir jetzt auch egal. Sie hat keine Lust mehr, sie will nicht mehr. Ja, du sagst 25.000. Ja. Maximal. Ja. Also wäre jetzt 50.000 übertrieben. Ja, klar. Deine letzte Antwort ist? 25.000. Okay.
Er meinte, die Hochzeit mit allem drum und dran, ne, soll ich kann das nicht mal sagen. Es tut mir sogar weh, das zu sagen. 70.000. Oha! Vorstellung. Money, money, money. Ich sag maximal 10.000. Nicht 20.000. Nein, maximal. Nicht 30.000. Nein. Nicht 40.000. Diesmal bin ich mir 100% sicher. Diesmal bist du 100% sicher. Ja. Aber du weißt, was ich am Anfang gesagt habe, ne? Am Anfang habe ich gesagt, du wirst safe alles falsch beantworten. Das war ein Versprechen von mir sogar. Ja, er hat 10.000 gesagt. Ich sag's doch mal, ich habe dir am Anfang gesagt, du wirst alles falsch beantworten. Ich sag 10.000. Also kenne ich dich besser als du dich selbst? Werden wir ja gleich sehen. Na, guck mal, wenn du jetzt 10.000 sagst, ne? Und 10.000 falsch ist, dann kenne ich dich besser als du dich selbst. Wir reden von maximal, ne? Ja, er hat safe nicht mehr gesagt. Er meinte 30.000. Ja, mit allem. Wohnung. Ja, aber Wohnung, Möbel. Hochzeit gesagt. Ja, ich habe den gefragt mit Wohnung, Möbel. Hochzeit. Das ist doch einfach nur die Frage, die er dir stellt. Ja, da habe ich gesagt mit Wohnung. Er meinte ja. Diese Antwort wird auf jeden Fall falsch sein bei dir. Deswegen, egal was du jetzt gleich sagen möchtest, sag einfach das Gegenteil, weil dann ist es richtig. Psychologie. Er muss sich entscheiden. Er darf dich entweder nie wieder küssen oder nie wieder umarmen. Nie wieder küssen. Nie wieder umarmen, glaube ich. Wäre nie wieder umarmen deine Antwort oder deine umgekehrte Antwort? Eigentlich meine Antwort. Guck mal, du sollst mir doch zuhören. Ich habe gesagt, okay, du... nie wieder küssen. Also doch nie wieder küssen. Nein, bleib bei nie wieder umarmen. Also was jetzt? Nie wieder umarmen. Du bleibst also bei deiner ersten Antwort? Ja. Letzte Chance? Ja. Falsch, nie wieder küssen. Guck mal, Leute, ich kenne die Leute zu gut. Ich kenne die Leute zu gut. Leute, ich bin Brain. Leute, guck mal, warte, nein, warte, Schatz. Selber ganz kurz. Schatz, ne, guck mal, Leute. Heute mache ich nicht nur Auge, ich bin sogar noch Hellseher. Okay? Ich habe jedes Mal gesagt, ob die Leute was falsch sagen. Leute, gönnt mir genau jetzt, ne? Geht mal ganz kurz runter und klickt mal ganz kurz auf Daumen hoch, weil, wow. Ich habe sogar gesagt, deine erste Antwort sollst du umdrehen. Du machst es nicht. Du hörst einfach nicht auf mich. Ich wusste noch nicht mal sogar, was du sagst und ich wusste, was du sagst. Nie wieder umarmen, glaube ich. Ich glaube, nie wieder küssen, hat er dann gesagt. Ja, weil? Wenn man sich nie wieder umarmen kann, ich weiß nicht, wenn man kuschelt oder so, dann umarmt man sich ja auch. Verstehst du? Nie wieder küssen dann. Umarmen ist wichtiger. Ist er so ein kleiner Kuschelbär? Schon. Nie wieder küssen? Und jetzt steht da unten umarmen. Was steht da unten? Umarmen. Du kannst richtig gut lesen. Ja, unten steht umarmen. Was? Boah, so klar. Ey, das sind so Fragen, ne? Sag, nie wieder umarmen. Nie wieder küssen. Ganz sicher? Nicht vergessen, was ich gesagt habe, ne? Ich habe gesagt, du wirst safe alles falsch sagen lässt, ne? Trotzdem, nie wieder küssen. Guck mal, gerade der Zuschauer da hinten hat gesagt, weder noch. Vielleicht hat er auch gesagt, nee. Der ist bestimmt gar nicht drauf gekommen. So. Ich sag, nie wieder küssen. Wenn das jetzt auch falsch wäre, ja, kenne ich dich besser als du dich selbst, ne? Ich sag, nie wieder küssen. Er meinte, nie wieder umarmen. Nie wieder umarmen. Echt, Dad? Ja. Warum haben wir daran teilgenommen? Guck mal, wenn ich verspreche, dass es falsch ist, dann wird es auch falsch. Wenn du das Video bis hierhin geguckt hast, kommentiere mit Money, Money, Money. Das hier ist der Endstand. Abonnier den Kanal, um zu checken, welches Paar den Beziehungstest gewinnt. Liken nicht vergessen, denn je mehr Likes, umso mehr Geld bekommt das Gewinnerpaar. Tilly und ich haben auch einen Beziehungstest in unserem Podcast gemacht, deswegen checkt die Beschreibung. Mein Name ist Jogger Tululu, aka The Fresh. Bis auf YouTube, bin der Mari hier. Peace.